Ja, moin und hallo Leute. Ich muss jetzt gerade mal den Anfang dieser Folge ein bisschen tricksen, denn ich wollte eben eigentlich meine Session beenden und mich nur noch mal ans Lagerfeuer setzen, um die Tränke aufzufüllen und dann einen freshen Start zu haben, wenn ich weiterspiele. Und als ich mich ans Feuer gesetzt habe, ist Folgendes passiert. Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring would truly have you, if you had the metal to endure this long and arduous path. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by Grace. Okay, ja, wir Very gehen well. ebenfalls. Let my hand rest upon you for but a moment. Interessant. Das ist jetzt übrigens einfach passiert, als ich im Lager gerastet habe. In der Tafelrundfeste versammeln sich Befleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur über Orte der Gnade erreicht werden. Und über die Karte. Okay, interessant. Ja, dann schauen wir uns doch hier nochmal kurz ein bisschen um. Wen haben wir denn hier alles? Ganzer Haufen Leute, die hier rumstehen. So, wer bist du Oh, denn? this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Okay. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the Round Table, nothing more. A house guest, yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Okay. There's nothing left to say. Be at your leisure. Okay. Alles klar, wir haben links irgendein Symbol. Wer bist denn du? Du siehst ja auch. Wie, ist aber hier ein schicker Dude, ah, hä? Hallo. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Okay. Be sure to tell me if you meet a young... She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Hey. Dienerin, naja, vielleicht ist sie aber aus gutem Grund vor dir abgehauen. Was bist du für eine? I don't believe we've met. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number, unless you wish to lay down your life in vain. Aha. Those who live in death should all the more. Okay, ihr sagt ja alle sehr viel, um nichts zu sagen hier. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Das kann ich ja tatsächlich sehen. Ich glaube, er meint ja dieses Licht. You do?
wonderful news. Most Tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Umstudieren. Ah, guck mal, Leute, hier können wir Heilung, Gegengift, Magiepferd, Festigung. Hier können wir neue Sachen lernen, die für geht in Flammen auf. Das ist alles für Glauben, krass. So, FP-Kosten, die kostet mit RP und die vom Verbündeten in der Nähe. Da können wir noch eine bessere Heilung lernen. Wir haben momentan ganz schön viele Runen, sehe ich gerade, 8200. Die kostet aber auch doppelt so viel. Steht halt leider nicht dabei. Wie viel mehr es heilt. Wird wahrscheinlich eine ganze Ecke länger dauern. Das heißt, das Ding ja auch dringende Heilung. Aber an sich vielleicht gar nicht verkehrt. Feste Schockwelle, die Gegner zurückstößt. Das finde ich gar nicht verkehrt. Eine Magiefestigung oder Feuerschadenresistenz. Das sind Dinge, die mir tatsächlich sehr, sehr nützlich sein könnten. Gegengift, das eventuell auch. Die kosten halt auch richtig was. An Runen meine ich jetzt allein schon. Ich hole mir mal die Heilung. Ja. Magiefestigung könnte ich theoretisch auch machen. Das klingt eigentlich schon echt nicht verkehrt. Könnte mir ja zum Beispiel gegen diesen Frostdude helfen. Ich weiß halt nur leider nicht, Entschuldigung, wie lange das wirkt. Kaufe ich das oder kaufe ich das nicht? Seit 3.500 Runen ist auch gar nicht mal so wenig. Ach, wisst ihr was, drauf geschissen. Ja, gekauft. Okay. Dankeschön. The Golden Order shine through you. Jo, danke. So. Boah, hier ist ja alles voll mit Leuten. Wer bist du? Was wollt ihr? Er schweigt einfach nur. Du hältst dich wohl für besonders cool, was? Was seid ihr denn für welche? Zwillingsjungferhöhlen. Kaufen? Eieiei. Okay. Okay. Interessant. Aha. Hier kann man schon richtig viel kaufen. Rapier. Das ist quasi die Einhandversion unseres Dingenspeers. Interessant. Krummsäbel, Streitaxt. Ein Speer. Ist aber gar nicht mal so stark. Dreckschild, Ritterhelm, Ritterrüstung. Auch cool. Aber die ist wahrscheinlich schon ziemlich schwer. Oh. Interessant, was ihr hier so habt. Ich habe keine Klangperle, glaube ich zumindest. Ich will den auf jeden Fall erstmal nicht anbieten. Da ich auch keine Ahnung habe, wofür die sonst noch so gut sein könnte. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier sonst noch? Aha. Hier ist nichts weiter. Okay. Da ist der Schmiedemann. Und wer bist du? Greetings, great champion called by grace. I am Fear. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act.
My thanks, great champion. Okay. You are very warm. Segen des Firmaments. Okay. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. Should you require another, I will take you in my arms as often as you need. Okay. Mal schauen, ob das Spiel jetzt gleich erklärt, was das jetzt damit auf sich hat. Ein Segen? Klingt ja irgendwie nach einem Buff. Hast du noch was zu erzählen? I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Then nee, erstmal nicht. Ja, okay. Was auch immer das jetzt auf sich hat. Bum, bum, bum. Stampfen hier schön durch die Gegend. Wir gucken mal. Status. Ja, keine Ahnung. Ausrüstung. Kann man auch nichts rausfinden. Keine Ahnung. So, jetzt gucken wir, was der Schmiedeonkel hier zu sagen hat. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. So. Waffe verstärken. Da will er gleich einen Dunkelschmiedestein haben. Oh, aber okay, er verbessert unsere Waffe dann schon ziemlich krass. Hier auch. Kommt mir jetzt zumindest so vor. Weil, warte mal, da will er nur normale Schmiedesteine haben für. Und hier aber direkt ein Dunkelschmiedestein. Besser das Ding allerdings auch wirklich schon ganz gehörig. Von 104 auf 119. Hm. Aber das Komische ist, ich konnte meine Sense, meine ich. Ich meine, ich hatte schon mal im Lager geguckt und hätte sie dort auch schon selbst verbessern können. Kriegsasche. Kriegsasche duplizieren. Da fehlt uns was für verlorene Kriegsasche. Über die Kette in eurem Bein. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. Trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Das klingt aber nicht sehr nett. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Okay. Wird wieder sehr kryptisch geredet. So, was haben wir hier noch? Hier sitzt keiner mehr. Da unten haben wir noch was. Können wir da durchschreiten? Nee, da dürfen wir noch nicht rein. Okay. Dann gucken wir doch mal. Was gibt's denn hier oben noch? Können wir wahrscheinlich auch nicht durch? Nein. Du, da war die Umarmungstante. Hier ist wieder der Hauptraum. Wir können uns nicht am Feuer verbrennen. Auch gut. Und hier ist auch wieder nur eine Tür. Öffnen. Die Tür ist blockiert. Der Weg ist versperrt. Alles klar. Gut, dann haben wir hier offenbar mit allen erstmal gequatscht. Schon fast eine sehr große Versuchung, hier mal runter zu springen, aber das lassen wir mal lieber. Dann Tafel der Gnade. Komplett anderen Ort, alles klar.
Dann reisen wir wieder zurück zur Hütte am Sturmhügel, wo wir hergekommen sind. Interessant, interessant, interessant. Also haben wir da jetzt so eine Art Hub, zu dem wir reisen können. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Kriegsasche. Ja, okay, wir wissen ja, wir können von der Karte aus dahin reisen, richtig? Richtig, können wir jederzeit hin. Alles klar. Okidoki. Dann mache ich hier jetzt erstmal einen ganz kurzen Cut und es geht gleich weiter. Und da sind wir auch schon wieder. So, nachdem ich die Folge hier mal so ein bisschen tricksen musste. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Kleidung anpassen, hier können wir noch nicht viel machen. Ich wollte jetzt tatsächlich generell mal ein bisschen gucken, was wir eigentlich so ganz großen und ganzen an Ausrüstung haben. Hier haben wir ein bisschen was. Das war alles ziemlich pottenhässlich. Ein paar Sachen haben wir tatsächlich schon bessere Stats in einigen Gebieten, in anderen wieder schlechter. Das Ding ist definitiv besser, was das Physische angeht, aber erhöht uns auch schon auf die große Last, das seht ihr rechts. Als halt noch eine ganze Ecke schwerer ist. Weil es eigentlich gar nicht so viel schwerer ist. Wir sind jetzt, ich sag einfach mal, das sind jetzt Kilogramm, von 8,3 auf 10,6. Das hat ein bisschen mehr als 2 Kilo, 2,5 Kilo. Das ist natürlich schon krass, Stoffkleidung, natürlich wesentlich leichter. Aber hier bisher noch nicht so, 2,6, das hier, das ist schon ziemlich geil, aber auch das erhöht. Also wir haben, was die Last angeht, haben wir echt keinen großen Spielraum. Wie ich schon gesagt habe, wir wollen demnächst mal ein bisschen jetzt andere Stats natürlich leveln. Die letzten Level haben wir ja komplett in unseren Glauben die ganze Zeit investiert und das macht sich jetzt halt auch bemerkbar. Sprich, das werden wir jetzt definitiv mal ein bisschen fokussieren. Andere Stats und ich werde mich, denke ich mal, zuerst auf die Kondition konzentrieren, denn die brauchen wir sowieso mehr Möglichkeiten oder längere Möglichkeiten für den Block und längere Kombos sind dadurch auch möglich. Wir können den Gegner mit mehr Attacken bombardieren und es ist generell schon mal sehr praktisch. So, hier oben kommt ein kleiner Konvoi. Die Typen kennen wir ja nur schon. Das scheinen die stinknormalen Ritter zu sein. Normal, normal. Ach schade, der hat mich jetzt gesehen. Hallo. Ja. Immer dran denken, auch gegen Standardgegner niemals übermütig werden. Das kann sich... Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hoppala. Ich wollte eigentlich nur mein Schild heben. Aber naja. So, und hier hat man jetzt übrigens auch mal ganz interessant gesehen... Wir haben gegen die jetzt mehr Schläge gebraucht als früher mit unserem Degen. Ja. Wahrscheinlich, weil die Soldaten eine gute Resistenz gegen Heiligschaden haben. Könnte theoretisch aber auch sein, dass die generell jetzt ein bisschen mehr aushalten, weil wir hier ein bisschen weiter oben sind, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es liegt tatsächlich an unserer Waffe. Und jetzt probieren wir mal, ihr habt es vielleicht gerade unten schon gesehen, mal die normale Heilung aus. Mal gucken. Okay, die haut schon mal richtig rein, kostet aber auch richtig krass Mana. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Aber egal. Wir müssen ja mal die Sachen mal so ein bisschen ausprobieren. Bevor ich jetzt den Weg hier aber weitergehe Richtung Burg, haben wir ja hier noch ein bisschen was zu erkunden, nämlich dieses ganze Gebiet. Und das wollen wir uns anschauen. Ich hoffe übrigens, sorry, falls ich mich jetzt wiederhole, nach dem Cut. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich, habe ich vorhin schon erzählt. Hängt damit zusammen, dass ich den Cut gemacht habe und dann hatte ich eben Break für diesen Tag gemacht. Sprich, für euch ist da nur eine kurze Überblendung. Für mich sind seitdem halt knapp 24 Stunden vergangen. Und da fällt es einem natürlich schwer zu rekapitulieren, was man vorher alles so erzählt hat. So, da unten waren wir doch auch. Ja, okay, hier unten waren wir schon. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir hier unten schon komplett waren. Also dieses Plateau hier. Bis zu der Brücke. Das will ich jetzt alles noch erkunden. Und dann gehen wir weiter hoch zur Burg. Dass wir uns hier so Stückchen für Stückchen hocharbeiten. Dann machen wir hier erstmal weiter. Kämpfen nochmal gegen die Barbaren. Ich meine, das waren zwei hier an dem Wagen, oder nicht? Sehen tue ich gerade nur einen. Oh, oh, das wollte ich gar nicht. Oh, der sieht uns aber schnell. Der wird auch schnell. Ganz schön aggro. Wir hauen jetzt einfach mal auf ohne Ende. Oh,
Ah, ich habe vergessen, dass er auch blocken kann. Ja, da hinten kommt auch der zweite. Okay, den haben wir. Gefrorene Rosine. Ich finde es ja immer noch komisch, dass so Typen Rosinen essen. Irgendwie passt das nicht so ganz. Oder könnt ihr euch so einen brutalen Typ vorstellen, wie er in seinem Zeltlager sitzt, nachdem er hier ein paar Leute überfallen hat und eine köstliche Rosine. So irgendwie passt das nicht. Oh, das hat er wohl gehört. Das lässt er sich nicht gefallen, wenn jemand seine köstlichen Rosinen schlecht redet. Ah, das war ein Fehler. Alter. Ja, das fand er überhaupt nicht lustig. Trash-Talk über Rosinen geht wohl für ihn gar nicht. Da sind wir wieder beim Thema, Leute. Auch so ein Standardgegner, den man schon dutzende und dutzende Male besiegt hat, kann einem hier in solchen Spielen zum Verhängnis werden, wenn man einfach unvorsichtig wird und ignoriert hat, was man bisher so über die Gegner gelernt hat, nämlich ihr Angriffsmuster zum Beispiel. Und das habe ich gerade eben nicht in Betracht gezogen, dass er ja, wenn er aggressiv wird, viel längere Kombos macht und die halt auch ganz schön reinhauen. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass uns der andere auch wieder erwischt. Oder was heißt wieder? Dass uns der andere nicht vorher erwischt, bevor wir unsere Runen haben. So, wir schleichen jetzt mal ein bisschen. Hallo Hirschi. Und jetzt müssen wir natürlich auch vorsichtig sein, dass uns die nicht... dass wir nicht gleich gegen beide kämpfen müssen. Wo ist der andere? Da hinten. Wir probieren mal einen Stealth-Kill. Ich bin hier eigentlich einfach nur weiter, aber ich habe keinen Bock, Gegner im Rücken zu haben. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Man weiß ja nie, was hinter den nächsten... Ach, ich Idiot. Ich Idiot, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich denke, warum schlägt der denn nicht zu, mit mir zu willen? Au. Na komm. Ah, nee. Nicht böse werden. Das führt dazu nichts, Junge. Jetzt einfach drauf. Yes. Also gegen die geht die Sense schon ganz gut. Ich habe nur das Gefühl, gegen die Ritter ist sie schwächer. Da. Hat er uns jetzt gesehen? Ne, hat er nicht. Wir sind auch so unauffällig mit dieser winzigen, dezenten Waffe. Jetzt. Bam. Schweren Angriff aufladen. Gleich weggefetzt, ja. Sehr schön. Heidenhelm, okay. Das ist der Helm von denen. Finde ich ja ganz cool, dass sie tatsächlich auch ihre Sachen so droppen, die sie benutzen. Den finde ich vom Design her, der geht ja schon, aber nicht so ganz mein Stil. Also, auch das habe ich ja schon mehrfach in meinen Aufnahmen erwähnt. Ich bin halt auch wirklich jemand, der so ein bisschen, naja, nach Fashion geht. Das ist halt wirklich so. Ich möchte nicht jede Waffe... Ach, du bist einfach so ein Zauberdödel. Der sah gerade aus hier. Wie der gehockt hat, schon so Gollum-mäßig. Ja, ich bin halt nicht jemand, der jetzt unbedingt jeden Ausrüstungsgegenstand nutzen will, nur weil er gut ist. Ich möchte halt auch irgendwie auch schon, dass das Ganze ein bisschen cooler aussieht. War das nicht? Da drin ist wer. Der sieht mir aber... Nee, der sieht mir nicht nach jemandem aus, der uns böse gesonnen ist. Sonst hätte er uns wohl schon angegriffen. Sehr gut, verlorene Gnade entdeckt. Wie sieht's mit unseren... Nee, das ist soweit alles in Ordnung. Okidoki. Bam. Dann guck mal nochmal, was der gute Mann so zu sagen hat. Ja, eine sehr schicke Rüstung. Sehr verschnörkelt. Würde mir aber gefallen. Ist aber wahrscheinlich, selbst wenn es die irgendwo gibt, halt leider wieder viel zu schwer. Das ist halt so ein bisschen schade in den Souls-Spielen. Bevor ich mit dem rede, den Kommentar will ich noch kurz loswerden. Dass es zwar echt geile Rüstungen zum Teil gibt, aber viele davon halt schwere Rüstungen sind und wir dadurch dann halt extrem langsam beim Abrollen werden. Und das ist halt einfach viel zu wichtig im Augenblick. Ich weiß, ich blocke viel, aber ihr habt es ja auch gesehen, wegrollen ist halt auch in den Bossfights trotzdem noch wichtig. Das muss ich auch noch mehr machen, sonst wird mir das nachher in den Arsch beißen. Und deshalb kann man die schweren Rüstungen halt leider meistens echt in die Tonne treten, außer man hat Konstitution eben recht gut hochgelevelt, dass man eben genug Ausdauer hat, um dann die Rüstung doch ohne den Bewegungsmalus anlegen zu können. Gut, jetzt aber genug rumgelabert von mir. Zeit, dass er rumlabert. Not seen you before.
Name's Bernal. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the Lands Between to take up the fight? Does your faith in the guidance of Grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Na klar. Yes, you're a Tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper Tarnished, like you. Talente lernen, okay. Oh, fett. Der verkauft einem Kriegsaschen, das ist ja geil. Hat eine Waffe Affinitäten und Talente, aber leider. Wir können halt nicht so richtig sehen, was sie uns verleiht, ne? Kein Talent, ist ja auch witzig. Wir können halt wirklich was mit kein Talent ausrüsten, Parade. Ja, das könnten wir jetzt theoretisch auf unserem Schild machen. Das wäre nur mit Schwertern. Außer mit gigantischen Waffen und Doppelklingen. Sturmklinge ist halt irgendwie ein bisschen doof, ne? Wir haben keine Ahnung, was uns das jetzt bringt. Also das ist halt wirklich... Da kann mir jemand erzählen, was man will. Also kryptisch und so weiter, mysteriös vom Spieldesign her, alles schön und gut. Aber ich soll jetzt hier was kaufen und krieg's als Sturmklinge. Das sieht irgendwie ganz nice aus. Er hat eine Waffe, die Affinität wertig und folgendes... Oh, warte. Sturmklinge, ein verlorenes Talent aus Sturmschlei. Eure Waffe wird von heulenden Stürmen umhüllt, die sie schnell hintereinander nach vorn abfeuern lassen. Das klingt nicht schlecht. Ein Talent für geschickte und flinke Krieger führt ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Schnellschritt. Das klingt auch ganz nice. Aufspießender Stoß, das kennen wir von unserem Affinität solide. Die Affinität, das sagt einem halt gar nichts. Also es ist eine Beschreibung da, okay. Ja, das ist schon mal in Ordnung. Also den Kommentar nehme ich gerade zurück. Aber, so, wir haben den Stampf. Den Tritt haben wir schon. Den aufstießenden Stoß kennen wir schon. Der ist jetzt ja eher so mäßig. Das Ding klingt ziemlich nice. Beharren. Hier auch Affinität schwer. Das habe ich schon gesehen. Also ich habe mir, das kann ich euch gleich mal zeigen an dem Leuchtfeuer. Ich habe mir die Sturmaschen bisher schon angeguckt. Um, oder Kriegsaschen heißen sie ja, um mal zu gucken, was das Ganze macht. Also man kann damit auch die Stats, die Attributskalierung seiner Waffen auch anpassen und eben neue Bonus-Spezialattacken da drauf packen. Bisher hat mich aber noch nicht so wirklich vom Hocker gehauen. So, beharren. Verankert eure Waffe, eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Wenn ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Okay. Kriegsgebrüll, ja, okay. Ja, ist nicht so meins. Wirbelhieb. Ein Lieblingstalent geschickter Krieger wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Echsen und Stangen buffen. Das würde also theoretisch auch mit meiner gehen. Das klappt nur mit Schwertern. Das geht nur mit Schwertern. Also das hier klingt ganz interessant, dieser Wirbelhieb. Je nachdem, wie schnell der ist. Das ist halt auch mal so eine Sache. Und wir sehen auch nicht, wie viel Mana-Punkte das Ganze braucht. Also wir könnten die zwei jetzt kaufen. Dann sind wir bei 3000 Runen, die ich dann ausgegeben habe. Das ist natürlich krass. Ja, Wirbelhieb. Affinität solide, Affinität wertig. Die habe ich schon gesehen, diese Wörter, wertig und solide. Ist aber blöd, dass es nicht so ganz beschreibt, was das dann machen wird. Das hier geht halt nur mit einem Schwert. Das ist das Blöde. Und das klingt ein bisschen nicer. Unser Angriff ist auch schon nicht schlecht. Ich finde ihn aber halt zu langsam. Wisst ihr was? Ich kaufe das Ding jetzt einfach mal. Komm, einen kaufen wir mal. Das andere können wir ja mal kaufen, falls wir mal wieder... Until we meet again. Yep. Wenn wir mal wieder ein cooles Schwert gefunden haben vielleicht. So, ich wollte aber noch mal kurz mit ihm reden. Oh, not had your fill, eh? Worry not. I've enough to keep you busy. Na, was myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover.
Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Okay. Well, until we meet again. Es also sind schon irgendwie erheblich mehr NPCs hier vorhanden als in den Souls-Spielen. Kommt mir zumindest so vor. Da waren das irgendwie echt nicht so viele. Okidoki, dann gehen wir jetzt mal in den Ort der Gnade. Interessant finde ich übrigens, dass er uns ja erzählt hat, er könne nur... Ach, guck mal, wir können an dem Ding gar nichts ändern, oder wie? Ja, wahrscheinlich, weil das hier so eine besondere Waffe ist. Schade. Oh, schwer der Getreuen. Hier könnten wir es theoretisch machen, der Wirbelhieb. Und da seht ihr jetzt auch, das ändert die Affinitäten. Geschicklichkeit wird auf C skaliert, Stärke dafür auf D. Wenn ich das jetzt auswähle, dann können wir auch sagen Standard. Dann ändern wir nur den Stamm, also vom Stampfer auf den Wirbelhieb. Und hier ändern wir eben das Ding. Da steht dann auch oben solides Großschwert der Getreuen. So, so sieht das Ganze dann aus. Hat natürlich so den Vorteil, man könnte jetzt was anderes nehmen, zum Beispiel hier. Das ändert jetzt die Skalierung von Stärke D auf C. Hätte ich jetzt viel mehr Stärke als Geschicklichkeit, dann würde sich das schon lohnen. Komischerweise, oder was heißt komischerweise, also jetzt lohnt es sich noch nicht, weil es halt auch den Grundangriff abschwächt. Von 136 auf 124, aber die Skalierung ist eben ein bisschen besser. Na gut, okay. Dann brauche ich das andere Ding auch gar nicht erst kaufen im Augenblick. Das Schwert ist halt schon gar nicht schlecht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Denn es macht halt schon ganz ordentlichen Schaden, ne? Das Großschwert, 136 plus 23. Problem bei unserer Sense ist eben, dass wir echt recht wenig Schaden machen. 87 Grundangriffsschaden plus den Heiligschaden dann natürlich. Aber ich weiß auch, was wir noch machen können. Der Degen ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Immer noch nicht. Es ist noch alles gar nicht so einfach. Ich würde ja eigentlich tatsächlich auch am liebsten mit einer Einhandwaffe kämpfen, weil ich schnellere Waffen eben lieber mag. Das habe ich ja auch schon oft genug erzählt. Das Ding ist halt auch nicht übel, ey. 141 Grundangriffsschaden und löst auch einen Blutungseffekt aus. Das geht eigentlich schon ganz schön ab. Der Bluthund-Reißzahn. Okidoki. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal einen Break für diese Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.